Willkommen zurück zu Smite. Ich bin Mr. Katafie, euer sich duellierendes Kaninchen, und mit dabei ist Meeresgrund. Hallo. Und wie sich gewünscht wurde, unter anderem gewünscht, es wird sich viel gewünscht, wir können aber nicht immer allem instant nachgehen, deswegen nicht böse sein, wenn euer Wunsch nicht instant erfüllt wird oder als nächstes erfüllt wird, aber es wurde sich unter anderem Luvah gewünscht und deswegen spielen wir jetzt auch Luvah. Ja. Bäh. Ma. Ja, Luvah, chinesische Göttin des Himmels, hat ja auch schon einen Rework erfahren, der teilweise fraglich war. Also einige fanden, ich finde ihn auch mehr so, meh. Die Schlangenform fehlt mir halt ein bisschen so in dem neuen. Das ist ja nicht mehr so, wie es früher mal war mit der Ult. Jetzt geht's nur noch um Titten. Genau, das ist ja wirklich, sie hat ja wirklich sehr, sehr viel von Aphrodite bekommen. Aber nun ja, zu ihren Skills. Ihre Passive ist, dass sie diese 5 Bobbeln, die ihr da unten seht, mit jedem Basic wird einer dieser Bobble erstellt. Und der 5. Basic-Angriff, der trifft, der snaret dann euren Gegner. Was war das denn? Wollt ihr mal was ins Gesicht werfen? Ja. Da nimm mal das. Nö. So, das ist die Passive im Endeffekt. Ganz lustig. Die 1 ist dieser Nebel, den ihr ja auch schon gesehen habt, mit dem ihr zum einen könnt ihr da drinnen. Autsch. Autsch. Könnt ihr und eure Teammates sich da drinnen unsichtbar machen? Und. Ich mag aber nur nicht erklären, weißt du warum? Ja, weil du bist dann unkonzentriert. Abgelenkt ist, schon klar, schon klar. Und er macht Schaden, und zwar macht er Tick-Schaden. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr als Gegner in so einen Nebel reinlauft, beim ersten Mal macht er richtig dolle viel Schaden und dann macht er stufenweise immer mehr Schaden, also immer nur ein bisschen Schaden. Was wollte ich? Achso. Also das erste Mal macht, weiß ich nicht, macht er immer 10% davon oder so? Ne, 20%. Oh, ich weiß es nicht, müsste ich auch gucken. 20% des Schadens macht der Nebel dann mit jedem weiteren Tick, den ihr da drinnen steht. Das heißt, das kann schon echt unangenehm werden. Auch gut, um einen Ares vorzuschicken. Oh ja. Das geht sehr, sehr gut. Leute zu verstecken. Im Endeffekt sind man ist schneller da drin, ne? Hast ja, du schon gesagt, ich habe noch nicht erzählt, aber ja, ist so. Im Endeffekt, was man auch noch gleich dazu sagen muss, Luvah ist ja auch nicht nur die Göttin des Himmels, sondern auch der Elemente im chinesischen Pantheon. Deswegen alle ihre Fähigkeiten immer irgendwie einem Element zugeordnet sind. So ist halt ihre Passive ist dem Element Erde zugeordnet. Und die Chinesen haben ja wie allseits bekannt 5 Elemente. Ne, lass mal deinen scheiß Viecher da. dann die 1 ist halt Wind. Und die 2 sind diese Tongolemse, die man erstellen kann. Und diese Tongolemse chargen Gegner an und dann kann man die halt kämpfen lassen, sie machen ein bisschen Magical Damage und während sie Magical Damage machen, senken sie damit die gegnerische Magical Defense. Also je öfter sie auf einen Gegner einprügeln, desto weniger Magical Defense hat dieser. Ist sehr, sehr nützlich. Und das Lustige ist, wenn man das in Kombination nutzt mit der... Ja. Mit der 3, diesem Metall... Fetzen, den man nach vorne schleudern kann. Ups! Diesen Metallfetzen meinst diesen, du? Diesen, genau. Der so schon Schaden macht, aber er macht noch mehr Schaden, wenn man damit seine Minions explodieren lässt. Denn dann stunnen. Also wir werden die Gegner gestunt, die da in diesem Kreis drin rum sind. Und sie kriegen richtig viel Damage pro Minion, das explodiert. Das heißt, man kriegt ja, ihr seht, ich habe jetzt schon 2 Minions, die man hier spawnen kann. Und 3 ist halt das Maximum und dann kann man schon richtig viel Bum-Bum damit machen, muss man ja sagen. Ja. Die Ultimate, dazu kommen wir, wenn es soweit ist, wenn sie das erste Mal in einem Einsatz ist. Würde ich sagen. Ja. Oder? Ja, das zeigen wir dann. Da. Im Prinzip ist die Ultimate ist das Element Feuer
Und das ist das einzige, oder die einzige Situation, wo Nuva noch irgendwie was mit Schlangen zu tun hat. Die Ultimate. Was baust du eigentlich? Du baust so ziemlich ähnlich wie ich. Außer, dass du jetzt noch Attack Speed baust, wie ich sehe. Ja, wegen der Passiven. Ja. Mehr ist dann für dich. Den hast du dir verdient. Ja. Ich hab mir Stun verdient. Yay. Was? Was? Wieso brauchen die so lange? Weil die nur chargen, wenn man in bestimmten Nähe ist. So zum Beispiel. Oh! Hebe ich an! Jetzt gucken wir uns doch mal. Wo du bist! Nicht die Ult an? Ich wollte jetzt gerade die Ult mal zünden. Kannst du nicht ein bisschen länger aushalten? Nein, ich bin dafür da, um die Ult. Boah, das hat richtig Schaden gemacht. Mann. Das ist... Mal gucken, wie viel. Die 2 ist übrigens auch extrem gut, um die Tower, um den Tower anzugreifen, denn die Minions laufen halt vor, werden vom Tower angegriffen und damit könnt ihr gerade in Assault zum Beispiel oder auch in Conquest sehr den Lane push, die Lane pushen. Jetzt kannst du dich wieder verpissen, ich bin wieder da. Auch. Oh, dein... Mein? Nebel schon alleine ist richtig böse. Ansonsten, ja, ihr bietet sich halt an, auch ein bisschen auf Attack Speed zu bauen, da man halt mit der Passiven schon sehr, sehr nützlich unterstützen kann. Ansonsten, viel Schaden ist bei jedem Magical immer ganz gut aufgehoben. Und dadurch, dass sie ja schön Tick Damage mit ihrem Nebel macht, ist auch Life Leech ganz nützlich. Muss man noch dazu erwähnen. Ansonsten kann man halt gucken, worauf man Lust hat. Movement Speed ist natürlich auch ganz gut, um den Gegnern schneller hinterherzukommen, damit sowas nicht passiert. Nana, bist du das? Ich kann sagen, jemand hat erschreckend wenig Mana da drüben. Ja, ich will, ob ich echt dafür benutze. Aber, ja. Und der Nebel kann halt schon wirklich sehr, sehr nervig sein. Boom. Muss mal kurz zurück. Ich habe so viel Geld. Weißt du, das ist nicht auszuhalten, wie viel Geld ich habe. Ich habe auch viel Geld. Guck mal oben. Schrecklich, ne? Wir haben ungefähr gleich viel Geld. Ja, ja, der Tower. Tja, was kann man noch so über sie erzählen? Na, du hast 3 Minions schon? Hm. Tschüss, tschüss, tschüss. Hab ich. Wie skillst du denn? Ich skill die 3 zuerst hoch. Die 3 zuerst, aber
Also komplett die 3 zuerst oder hast du... Ja, die ist oben jetzt. Weil ich mach's in der Regel so, dass ich zuerst einmal die 2 skille, damit ich 2 Minions habe. Ach so, ja, das, ich hab das parallel. Also die sind jetzt beide, also bei der 3 fehlt mir noch einer. Ich mach das sogar vor der Ult. Okay, also ich... Ja, weil es halt das Mächtige ist, aber... Es macht ja die Ult weniger so, Sinn. Ja, ja, gerade in so einem Match ist halt die Ult... Die ist ganz nett, aber bis es dazu kommt... Ja. Man kann es ja mal erzählen, weil es ist so lange dauert, bis die mal irgendwann in den Einsatz kommt. Ihr springt in die Luft, oder ihr schlängelt euch in die Luft als Schlange und macht dann auf jeden Gegner, der irgendwo auf der Karte ist, macht ihr Schaden. Und das ist extrem mies, weil die können nicht ausweichen, außer mit solchen Sachen wie zum Beispiel Aegis, deswegen wir beide Aegis haben. Aber... Der Schaden ist mehr zum Last-Hitten gedacht, als wirklich zum Damage-Erzeugen. Also da ist die 3 deutlich effizienter. So still da drüben. Bin konzentriert, ich muss das gewinnen. Your middle tower is under attack. Your middle tower has been destroyed. Ja, ist nur ein Tower. Da kommt no! Der Rage. Ah. Scheiße. Mann! Fuck you. So, und falls ja, wenn mir ja immer geraten wurde, ich soll auch ruhig noch angreifen in den Phoenix ein bisschen, mache ich das auch mal. Mach ich mal ein bisschen Schaden auf den Phoenix. Was war das denn? Du hast 736 Schaden gemacht? Hast du einen Schaden? Nur mit... Guck mal, deine Claystar ist 126, dein Shining Metal 736 und dein Fock... Dein Fuck-Fock 248 gemacht? Ich bin's wohl. Der Fuck-Fock. Der alte, zwickert Fuck-Fock. Ja, kanntest du den noch nicht, den Fuck-Fock? Ich hab ihn gerade kennengelernt. Das ist doch nicht wahr. Das geht bei dir im Kopf ab. Bumm. Das hat richtig wehgetan, ey. Ich hab gedacht, na locker, easy peasy und dann explodiert. Das ja, ist wirklich so eine Explosion. Man explodiert mit den Minions mit. Ja, es ist sehr schön. Man darf den Fock absolut nicht unterschätzen. Der macht richtig viel Bumm. Ja, vor allem, wenn du da lange drin bist halt, ne? Oh. Ach, schon das erste Mal macht er halt ja richtig viel Damage. Fuck, Fock, ey. Ah! Touched. Was machst du hier? Ah! Bumm. Ah! Da seht ihr, dass der ist halt ganz, die ist halt ganz im nett Gegensatz und so. Dazu ist die unten Witz. Ja. Die Ult ist halt ganz nett und zum Last Hitten, aber wirklich Bumm macht sie nicht wirklich. Dafür habt ihr die 2-3 Kombi. Nee. Nicht? Ich will nicht nochmal explodieren. Warum nicht? Explodiert er nicht. Ich weiß nicht genau. Ja, das Fiese ist ja halt, dass dieser Fock bei jedem Gegner den Schaden macht. Ja, und der ist auch echt breit, wie man hier so schön auf so einer Einzellane. Ja. Ups. Mama. Und
die Minions sind auch nicht so ungünstig. Also sie machen auch schon gut Schaden. Den darf man nicht unterschätzen. Das stimmt. Wenn die also anschauen, ist es gar nicht so lustig. Nee. Auch ohne, dass man die explodieren lässt. Ja. Ich meine, gerade wenn man low ist. Ja. Kann das unschön enden. Ja, kann sehr, sehr schön unenden. Forward, my creation! Na, wo bist du? Neben dir, hast du mich nicht gesehen? Nee. Ich hab den Yellow gemacht. Echt? Ja. Hab ich echt nicht gesehen? Wir haben auch gleichzeitig angefangen. Schön. Wie baust du denn jetzt? Ich hab mir jetzt, Death geholt gegen dich, Monster. Ah, ja. Und du hast Soul Weaver und Demonic Grip geholt? Ja. Wie sehr? Schade. Schade? Nicht schade. Doch schon ein bisschen. Alter, dieses Minion, dieses Clash von den Minions. Minion Battle. Ja. Schön, wie wir beide genau gleich agieren. Ich will dich mal wegmachen jetzt langsam. Nö. Oh Gott. Oh Gott. Lass mich mal in Ruhe, bitte. Okay. Ich geb dir noch was zum Spielen. Jetzt geh ich mal. Mann. Your middle phoenix is under attack. Was? Kriegst du mit deinen komischen Minions meinen Phoenix ab? Mhm. Jeez, so. Jeez. Frech. Nett. Nee, nix nett. Frech. Frech, ja.
bist ganz schön frech, 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 frech. Also Nova ist auf jeden Fall auch eine Göttin, mit der man viel mit Basics arbeiten kann und vielleicht auch muss, je nachdem. Ja. Das ist das dann einfach zu geil, weil das echt schnell geht eigentlich. Wenn du überlegst, wie schnell du da so einen Stun zusammen hast. Ja. Oh, so dumm. Ja, du machst aber halt auch sehr, sehr gut die Minions mit ihr weg. Das ist deswegen. Ja. Kann das hier endlos werden, richtig? Naja, nee, es wird so eine Sache mit einem richtigen Push. Ein Push wird's machen. Ja, und dann hat sich das. Also du müsstest jetzt noch einmal sterben. Mhm. Du stirbst einfach noch einmal. Schauen wir mal. Oh, wie sie rennt. Oh, nicht rennen, ich habe einen Speedbuff. Let's not call attention to ourselves. Better to keep a low profile. Battle, my children! Da, nimm diesen Speedbuff! Fuck! Mann, ich hab gedacht, ich dreh mich jetzt um und dann. Pfft, ja. Ins Gesicht. Obwohl. Nix mit ins A Gesicht. Powerful Artifact, the girl. Wird aber nicht dein Imba-Push. Was willst du? Wird aber nicht dein Monster-Push. Nee, weil ich bin wieder da. Das ist mir ganz kurz mal egal. Der hat das bei mir gar nicht angesagt. Das ist mir ganz kurz ziemlich scheißegal, dass du da wieder da bist. Ah ja. Man folgt mir also wirklich bis in die Welt rein. Das war aber ein bisschen sehr aggro gerade, ne, Madame? Lass mich in Ruhe. Viel Spaß erstmal mit meinen Flaming Minions. Ja, mehr Geld für mich. Ah ja, das wird's auch nicht reißen. Schnauze. Das wird ja auch nicht mehr helfen. Better to keep a low profile. Nope. Keine Minions für dich. Konzentriert und angestrengt man plötzlich ist, ne? Ja.
Bulwark of Hope baut sie sich. Die Dame baut sich ein Bulwark of Hope. Ah. Oh, es ist anstrengend. Die hat aber sehr viel Angst vor mir, wie es scheint, wenn man schon ein Bulwark of Hope baut. Nee, es ist wirklich gut. Ein Bulwark ist wirklich eine gute Entscheidung. Gegen High Damage Magicals, die aber mit einem Mal viel Damage machen können. Ja, könnte mich irgendwann mal retten, aber ja. Du machst gerade so viel Schaden. Ja. Nee, das reicht nicht. Schade. Tja, klappt nicht. Aber auf jeden Fall reicht's für deinen dummen Phoenix. Ja, leider. So schnell, ey. Ja, das ist der, dadurch, dass sie halt sehr, sehr viel Basic Damage raushaut. Hast du erstmal wieder genügend mit meinen Flaming Minions zu tun. Ich mag deine Flaming. Das ist ja schön. Da bin ich mehr als genug von. Better to keep a low profile. Nope. Nope. Battle, my children. I'll come and go with ease. Halt deinen Unsinn für dich. Schade! Ah, oh, hast du Schwein gehabt? Forward, my creation! Let's not call attention! Komm schon! Oh Gott, nein! Du musst auch noch hier bleiben. Das macht halt einfach kein Damage. Das ist so krass, ne? Die Ult ist halt wirklich nur zum Last Hit und das ist, ich hatte 400 Lebenspunkte. Das ist nix. Nee. 400 Lebenspunkte ist wirklich gar nichts bei jemandem, aber die macht halt, ich kann dir ganz kurz zeigen, die macht jetzt bei mir gerade 600 Schaden etwa. Aber auch nur, wenn der Gegner keinerlei Defense hat. Jo. Und mal ganz ehrlich, man hat Defense. Mhm. Oh yeah. Na, laufen deine Minions weg? Ich will nicht mit der kämpfen, die ist doof. Dein Ernst? Ja. Nein! Ich hab gewonnen. 970 Shining Metal Grundangriff, 956. Ja. Die Ult 411. Ja, die Ult war es halt nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.